Es ist Dienstag und es ist wieder Zeit für die TPG-Bundesliga-Zwischenbilanz. Schon jetzt würden wir uns freuen über ein Abo und wollte keine News mehr von TPG verpassen. Dann auch gleich die Glocke aktivieren. Heute im Blickpunkt ist der SK Rapid Wien. Spricht man von Rapid, so spricht man natürlich auch über die Fans. Keine andere Mannschaft in Österreich hat so eine große Fangemeinschaft. Ein Stadion mit 30.000 Sitzplätzen, fast nahezu jedes Spiel auszuverkaufen, das schafft nur Rapid und das ist auch beachtlich. Kommt man zum Sportlichen, so muss man eines sagen. Man versucht seit Jahren vergeblich, den 33. Meistertitel zurück nach Hütteldorf zu holen. Nach einem turbulenten Jahr mit der Trainerentlassung von Djuricin, dem Rücktritt von Rekordspieler Steffen Hoffmann und einem Führungswechsel im Präsidium konnte man diese Saison jedoch die Kurve kratzen. Unter dem neuen Spielsystem von Trainer Kübauer im 3-5-2 harmoniert der SK Rapid hervorragend. Ullmann und Funtas passen perfekt in das 3-5-2-System. Und vor allem Funtas ist der lang ersehnte Stürmer, den sich die Hütteldorfer erhofft haben. Nach einem umstrittenen Abgang von Alio Baci ist aber gerade im Sturmdrittel Nachholbedarf. Koya Kitagawa ist noch nicht zu 100% fit und neben Funtas gibt es keine dritte Alternative. Blickt man auf das Mittelfeld, so hat man dort ein Überangebot. Jan Lubicic sollte man in die MLS verkaufen. Deshalb verpflichtete man Dejan Petrovic, einen Wunschspieler von Zoki Barisic. Bis jetzt spielt Petrovic überragend. Dennoch platzte der Transfer von Lubicic, weshalb man jetzt auf dieser Position einen Spieler zu viel hat. Schwab ist auf der offensiveren Achterposition gesetzt und als Alternative hat man das Wunderkind Yusuf Demir auf der Bank. Dem wird nicht nur in Hütteldorf Großes vorausgesagt. Doch gerade diese Situation könnte für die Grünen aus Hütteldorf auch eine gute sein. Denn durch das Überangebot im Mittelfeld wird der Konkurrenzkampf erhöht. In der Defensive setzt man weiterhin auf die Routine von Sonnleitner, Dibon und den zu Beginn kritisierten Barak. Doch im Laufe der Saison mauserte sich der großgewachsene Linksfuß zu einer wahren Größe und ist aus dem Abwehrzentrum nicht mehr wegzudenken. Abseits von dieser Kaderanalyse durften wir ja bereits beim SK Rapid zu Gast sein. Das Video könnt ihr jetzt oben hier sehen. Dort wurde uns vor allem eines klar. Durch die Installierung von Talentemanager Steffen Hoffmann leistet man nachhaltig gute Arbeit im Nachwuchs. Die Erfolge beim internationalen renommierten Turnier in Sindelfingen geben dem SK Rapid dafür recht. Damit scheint auch die Zukunft der Grünen gesichert zu sein. Wie weit der Weg für die Grünen aus Hütteldorf gehen wird diese Saison, bleibt abzuwarten. Auch der große Cup, sprich die Meisterschaft, ist nicht ganz unabwegig. Wichtig wird sein, dass man die Form, die man vor der Corona-Pause hatte, beibehält und gemeinsam mit den Fans im Rücken Riesen wie den LASK oder auch Salzburg zum Wackeln bringt.